Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir machen weiter mit Tiere besorgen und nebenbei Mist und Gülle zur Produktion zu bringen und Düngerproduktion. Wir werden mal schauen, ob der andere leer ist mit der Gülle. Ich weiß nicht, mit der Gärreste. Und dann werden wir gleich wieder zur BGH fahren, um den nächsten Liter zu holen. Vielleicht muss ich mir noch ein Fahrzeug anschaffen mit Anhänger. Dann können wir doppelt fahren. Wäre noch eine Option. Das hier ist die verkehrte Richtung. Ne? Ich war ja jetzt ganz sicher woanders. Ne? Ich war ja hier auf Mist, ne? Oder Gülle gucken. Aber wenn wir erstmal unseren Anhänger bringen zur Mischfabrik. Licht geht aus. Einmal voll wird hier. Und jetzt können wir rüberlaufen zur ist leer. Dann mal gleich mal losdüsen und voll machen lassen. Ne? Und dann gleich springen wir rüber zum nächsten und dann machen wir gleich den Mist rüber. Dann haben wir erstmal Produktion für einen Tag, denke ich mal, locker. Oder auf 2 vielleicht. Wird man bald sehen, dass man so mit Kursplay machen können. Ne? Ja. Ist viel Arbeit, aber muss mal gemacht werden. Ne? Naja, Düngerproduktion ist ja nur ein Nebenerwerb, ne? Das ist ja nicht das Hauptgewerbe. In erster Linie geht es ja um Landwirtschaft. Ein bisschen Produktion im Winter und im Frühjahr. Im Sommer haben wir mit der Ernte zu tun und im Herbst auch sicherlich. Und mit der Vorbereitung mit der Aussaat wird der Kollege noch einige Probleme kriegen mit der Aussaat, weil er viel Schnee hat. Wenn er im Herbst nicht gemacht hat. Ich weiß das meiste nicht. Aber gut, das ist nicht mein Problem. So, Mist. So muss es sein. Voll. Wie gesagt, wir müssen einen größeren Anhänger haben. Ne? Und der hat aber immerhin auch 47.000. Ne? Immerhin. Ne? Also ist nicht so, dass wir jetzt hier nicht viel damit schaffen. Ne? Also Zeit haben wir ein bisschen Ebbe in der Kasse. Was wir jetzt machen könnten, wäre jetzt gleich verkaufen. Aber wir werden mal sehen, dass die Tiere weiter versorgt werden. Ne? Kühe vielleicht nochmal. Ein Schwung. Futter. Und wenn die näher erstmal genug haben, dann werden wir sehen, dass wir nachher die Schweine versorgt kriegen. So. Dann steigen wir hier mal aus. Dann gucken wir mal kurz hier kurz ran. Der Mist sieht gut aus. Dünger haben wir jetzt rausgeholt. Das kann er weiter produzieren und Gärreste kriegen wir gleich noch mal einen Schwung. Jetzt gehen wir Richtung Mischfutter, ne? Hatte ich mal neulich ein Video gesehen, wie es so richtig hergestellt wird im Original. Da machen sie mehr rein als nur Stroh, Heu und Silage. Ein paar Zusätze mit so Art Kalk, denke ich mal, und also Stärke, Getreide zum Beispiel. Also Kraftfutter, aber das werden wir hier so nicht kriegen, weil das umfangreich wäre, was wir gar nicht. Weil wir können zwar Getreide ernten, aber wir können, also ohne Mods könnten wir keine Getreide verarbeiten. Ne? Das muss man ja zumindest zerkleinern. Auch die Schweine kriegen normalerweise keine ganzen Körner, sondern alles geschrotet. Kartoffeln werden normalerweise auch nicht roh verfüttert oder Rüben, die werden auch entsprechend keine Zuckerrüben, muss man sagen, ne? Also die werden da garantiert nicht für genommen. Ein Grünschnitzel, ja, aber die werden aber auch entsprechend, was geht da rein? Ja, da können wir noch eine Fuhre fahren. Aber Gras, na gut, das ist klar, jetzt im Winter gibt es kein Gras, ne? Also
Wie gesagt, wir haben ein paar Kälber gekriegt, ne? Das ist gut. Gut, da fahren wir noch eine Fuge, aber wird noch nicht reichen. Dann müssen wir gleich Stroh nehmen. Futter wird für heute noch reichen, denke ich mal. Wir machen jetzt Stroh. Den Rest Stroh gibt bei den Schweinen rein. Und den nächsten Stroh, wollen wir mal sehen, ob wir nächstes Jahr noch Stroh, wenn wir viel haben. Ja, alles, alle. Zikade haben wir noch eigentlich. Leider kein Hopfen mehr. Schweinefutter, 9000, okay. Das rennt ja auch nicht weg. Das wäre echt mal so eine Sache, wenn wir mal keine Kohle haben, ne? Wenn wir nicht kaufen können. Aber ich habe ja vorher noch ein Dings zu holen. Von der Malzfabrik. Dürfte heute Nacht wieder Wasser, dann die müssen mal viel Wasser haben. Das kostet ja auch noch, muss ja auch noch gemacht werden. Wasser fahren für Produktion. Naja, wie gesagt, Produktion kostet viel, viel Arbeit, ne? viel Zeit. Und das Sägewerk wird auch noch Holz haben, aber die Tiere haben hervorragend, dass die alle ihre Futter kriegen, Stroh kriegen und gleich hier Wasser. Die Kühe werden gleich Wasser geben. Das mache ich gleich nebenbei. Also ausspringen aus dem Traktor. Nebenbei kann er ja auskippen. So. Endlich Wasser. Dass wir noch kein Wasser fahren müssen, das war richtig Glück. So. Stroh ist auch soweit alles. Habt ihr alles? Na gut, bis vor der kann ein bisschen kommen, ne? Aber die Kühe sind genügsam, die sind nicht so wählerisch. Wo soll das Futter halt vorhanden sein, ne? Ja, hier sollen eigentlich die männlichen Tiere rein, ne? Also, so habe ich jetzt geplant. Aber das mache ich auch entsprechend nachher, wenn ich Zeit habe. Denn da muss ja auch Futter rein, ne? Gut. Aktuell weiß ich von einem Tier, was wir haben als männliche Tiere. Das andere wollen wir sehen. Sobald wir hier den Stroh drin haben, muss ich überlegen, dann brauchen wir einmal ja, Schweinefutter von der Malzfabrik, ne? Und der fährt ja eigentlich 70 km/h, den können wir ja nehmen. Aber Stroh müssen wir zurück im Lager. Dann fahren wir den gleich Richtung Malzfabrik. Das wäre ja Quatsch, mit dem LKW zu fahren. Wenn wir den fahren können, ne? Der macht's ja auch. Oh, da sind getönte Scheiben hier, der Bursche. Aber der Strom machen wir zurück hier. Das werden wir nicht zum Mischfutter machen. Hier müssen wir sehen, dass wir da entsprechend im Winter nachher, ja, zum Sommer unsere Gerste und Weizen entsprechend fleißig fahren, ne? Brauchen wir noch etliche Überladewagen. Ich glaube, ich habe noch keine. Oder habe schon, aber doch einen habe ich. Einen. Wird nicht reichen. Ich werde mindestens zwei brauchen. So, geht's hin zum Malzfabrik. Ich hoffe, dass wir da was kriegen. Ich gehe von aus. Dort ist auch mal ganz gut. Der hat schön Mist umgelagert. Geht. Jetzt fahren wir da Richtung, wo wir uns die Malz, ne? Ja, Sägewerk muss auch noch was machen. Ja, nur weiter am anderen. Nur keine Panik für die Danik. Das Schiff geht nicht unter, ist untergegangen. Ja, da haben die Nieten nicht gehalten. Sparen, ja, sparen, ja, sparen ist mir gut. Was 10.000 Liter Meter, und wir mal sehen, dass wir noch mal loswerden. Ne? So. Dafür machen wir es ja, ne?
Wieso ist die Brauerei so weit weg? Wer hat hier hingebaut? Aber gut, das ist aber auch Originalplatz vorgesehen dafür, ne? Muss ich mal schauen. 17er, wo der Schlachthof war. Also, habe ich eigentlich normalerweise drauf. Muss ich nur gucken. Aber einer am anderen, ne? Also bauen werden wir heute garantiert nichts. In der heutigen Folge bestimmt nicht. Aber wir werden mal sehen, dass wir jetzt hier unser Schweinefutter abholen, ne? Später werden wir noch genug Bier holen, ne? Bier ohne Ende, sag mal so. Das Getreide auch verdorben, ne? Im Rand. Das ist aber erstaunlich an der Karte aus, so, ne? Das ist, ja. Dass da immer was stehen bleibt, ne? Ich kann hier aber nicht ernten tun. Das ist gut hier. Ey, das ist leer! Was ist das hier? War kein Wasser. Das ist negativ, das müssen wir kaufen. Bisschen schlecht. Malz ist kein Star. Malz schon, aber kein Schweinefutter. Da wird es leer sein, ne? Oder zumindest kein Wasser. Paletten haben sie nicht da. Ja. Was fehlt? Wasser ist doch auch da. Oder müssen wir die Produktion starten? Ja, Weizen ist alle, ne? Gut, da kann da kein Malz kommen. Ja, gut. Gut. Am Wasser lag es nicht. Wasser war da, ist da. Man sieht man an der blauen Säule. Auch an roten Schimmer da oben. Gut, dann machen wir halt zurück und Futter kaufen. Das war teuer, aber gut, okay, das habe ich gewusst. Obwohl. Was soll's, ne? Sag mal so, ne? Müssen wir durch. Ja, dachte ich, wir hätten noch ein bisschen Schweinefutter, aber haben wir nicht. Das ist schlecht. Aber gut. Das ist jetzt nicht anders, ne? Ist das Wasser mehr geworden oder ist das täuscht das jetzt so? Hier mal eine Fräse nehmen, das müssen wir auch nicht, sonst müssen wir zu langsam gehen. Wir haben ein bisschen Geld, davon abgesehen, ne? Wenn wir keinen Cent mehr, wäre ein Problem. Hätten wir Schweine in Not verkaufen müssen. Dann spätestens morgen früh ist Futter alle. Okay, wir haben ja noch Mehl zu verkaufen, 10.000. Wir haben ja noch OBS-Paletten, Sparplatten zu verkaufen, Bier zu verkaufen. Der kauft sich jedenfalls. Sonst reicht halt mit der Schlachthof nicht aus. Und die Pumpen ist hier nicht, glaube ich nicht, wie viel Geld hier haben. Und zahlen wir nicht so viel Zinsen, also über 20.000, das ist Wahnsinn. Also dringend, dringend hier was machen hier, also. Pellets, nee, wollte ich eigentlich nicht nehmen. Eigentlich wollte ich das Zeug nehmen für Papier. Das können wir lieber Stroh einkippen, aber Stroh. Naja, Stroh. Könnte man dann reinfahren, ne? Und bauen einen großen LKW nehmen. Das muss man lange fahren. Und so oft. So, Schweinefutter vom Silo, ne? Vom Kaufsilo. Das war eine Runde umsonst, aber gut. Das war teuer. Das wird teuer. Aber nutzt auch nichts. In der Zeit können wir schon mal Schweine putzen. Habe ich den hier in den Busch? Nö, der ist drüben. Na, wo sind die Ferkel? Aha, alle groß. So, mal ganz kurz fliegen, ne? Sprinten. Boah, da ist er. Putzer, Putzer. Das sind auch zwei Stelle mistig. Vor putzen. Sonst
Die sind ungünstig, wenn man den mistig lassen, ne? Da kommen wir nicht rein. Ah, das ist ungünstig. Also bevor wir den hier füttern, müssen wir putzen. Sonst können wir unser Futter nicht gleich entsorgen, ne? Das ist ja das. Na gut, okay. Besser Futter als Mist, sag mal so, ne? Denn in dem Bereich machen sie auch nur den Dreck als Futter raus, ne? So, müsste eigentlich tief genug sein. Ja. Müssen wir nämlich schön aufsammeln. Richtig aufsammeln. Prozent, 4%, 12. Ja. So 8, naja, 8000 geht doch einigermaßen, ne, wenn man überlegt. Und die erste Mal Futter kriegt der nächsten Stall gleich. Ja. Aber erstaunlicherweise sind hier zwei Ställe, die mistig sind und einer nicht. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und wie gewinke. Und ciao. Morgen geht's weiter mit dem Schwein und später Verkauf von Dünger und das andere Zeug. Tschüss!